Durch einen satten Schuss unter die Latte von Maximilian Eckestein ist Werder lange auf Erfolgskurs, doch in der Nachspielzeit trifft Virgil Misicjan. Enges Duell. Werders Nuri Sahin L. und Nürnbergs Enrico Valentini. Foto, Carmen Jaspersen, dpa. Werder Bremen hat einen Heimsieg in der Fußball-Bundesliga in der Nachspielzeit noch verspielt. Bremen musste sich gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg am Sonntag mit einem 1:1, 1:0 begnügen. Nach 3 Spielen hat Werder damit 5 Punkte. Maximilian Eckestein hatte die Bremer in der 26. Minute vor 40.700 Zuschauern in Führung geschossen. Virgil Misicjan, 90,2, gelang in der 2. Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Die Franken bleiben mit 2 Punkten in der unteren Tabellenhälfte. dpa, mehr lesen? Jetzt e-Paper gratis testen, zur Startseite.